Mein Name ist Saskia Limbeck, das ist mein 14-jähriger Vollblut-Araber-Hengst Malik und wir geben euch heute eine Einführung. In die klassische Handarbeit. So, Malik wollte einfach auch kurz Hallo sagen. Das Thema klassische Handarbeit ist ein super beliebtes Thema. Viele von euch fragen immer wieder, wie fange ich eigentlich damit an? Wie muss ich die Zügel halten? Worauf muss ich achten? Und das Ziel dieses Videos ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Einführung, damit ihr eine Idee bekommt, wie ihr starten könnt und so, dass ihr das direkt an eurem Pferd ausprobieren könnt. Wichtigste Grundvoraussetzung ist erstmal, dass ich eine gute Ausrüstung habe. Ich persönlich, Max, arbeite gebisslos. Es ist aber genauso möglich, das Ganze in den Gebissring, die Zügel einzuhängen und mit Gebiss zu arbeiten. Also da gibt es wirklich keine Einschränkungen. Wenn ihr ohne Gebiss arbeitet, dann solltet ihr entweder die Side-Pull-Ringe oder die Cavesson-Ringe wählen. Da habt ihr am Anfang möglichst einfache und klare Hilfengebung und könnt das sehr gut dem Pferd vermitteln in den ersten Schritten. Der nächste Schritt ist es, ich habe eine Gerte, die ich nutze, weil ich, wenn ich nicht auf dem Pferd sitze, sondern eben am Boden arbeite, fehlen mir ein paar Hilfsmittel, die ich als Reiter normalerweise habe. Und ich muss da so ein bisschen schauen, dass ich trotzdem alle Rahmen für mein Pferd bieten kann und alle Hilfen übertragen kann. Wir fassen also nochmal zusammen. Als Ausrüstung für den Start in der klassischen Handarbeit benötigen wir ein Kopfstück, je nachdem, mit Gebiss oder ohne Gebiss. Ein paar Zügel in einer Länge, die für uns, wenn wir neben dem Pferd stehen, wenn wir den Zügel halten, nicht zu lang ist. Also die sind schon jetzt wirklich das Maximum, sollten nicht länger sein, damit das Pferd auch nicht reintreten kann. Sie sollten aber auch nicht jetzt hier zum Beispiel nur so kurz sein. Ich muss schon die Möglichkeit haben, mit meiner Hand hier auch runter auf den Oberarm des Pferdes greifen zu können. Ich nutze jetzt hier nur als Beispiel 2,80 Meter Zügel. Dann brauchen wir eine kurze Gerte. Und schon sind wir bereit zum Starten. Unsere Position als Mensch in der klassischen Handarbeit ist neben dem Pferd. Das heißt, ich positioniere mich dafür gerne so zwischen Vorhand und Nase des Pferdes. So habe ich einen guten Einfluss, ohne dass ich mich drehen muss und ohne dass ich, wenn ich zu weit hinten stehe, ans Ziehen komme. Jetzt sollten wir uns erstmal bewusst machen, welche Hilfsmittel haben wir normalerweise, wenn wir im Sattel sitzen. Wir haben eigentlich unseren Reitersitz, wir haben unseren inneren und unseren äußeren Schenkel, wir haben unseren inneren und äußeren Zügel und unsere Stimme. Das sind so unsere Hauptkommunikationsmittel mit dem Pferd. Jetzt müssen wir schauen, was können wir vom Boden her abdecken. Wir haben hier unseren inneren und äußeren Zügel. Das ist also schon mal kein Problem. Wir haben, wenn wir die Zügel in die Hand nehmen und unsere Hand, ich gehe mal ein bisschen auf die Seite, jetzt hier platzieren, dann habe ich hier in meiner Hand meinen äußeren Zügel, über den ich den äußeren Rahmen am Zügel geben kann. Und hier habe ich im Grunde mit meinem rechten Arm in dieser Seite die Möglichkeit, die Funktion des inneren Schenkels zu übernehmen. Mein innerer Schenkel achtet ja darauf, dass die innere Schulter auch außen bleibt. Und das kann ich hier machen, indem ich mit meinem Arm die Schulter nach außen bewege. Gut. Jawohl. So, das heißt, ich habe einen inneren Schenkel, einen äußeren Zügel und einen inneren Zügel. Jetzt fehlt mir natürlich das äußere Bein. Das kann ich nicht ersetzen. Das heißt, ich muss da wirklich einrahmen über den äußeren Zügel. Das ist meine einzige äußere Hilfe, außer, was ich auch noch nutzen kann, ist, dass ich meine Gerte mal nach oben nehme. Dann habe ich so ein bisschen noch eine Hilfe von außen. Mein innerer Zügel ist der, der hier vorne an der Pferdenase ist. Und der sollte, wenn möglich, nicht rückwärts wirken. Das heißt, ich muss möglichst nah am Pferdekopf sein. Ich versuche immer so 10 bis maximal 20 cm weit weg zu sein, damit ich eben nicht so die Tendenz zum Rückwärts habe, sondern mit meinem inneren Zügel mehr seitwärts oder auch mal nach unten helfen kann. So viel zu den Einwirkungsmöglichkeiten. Jetzt geht es ja darum, wie halte ich das überhaupt alles in der Hand? Da gibt es verschiedene Meinungen zu, verschiedene Theorien, verschiedene Methoden.
Ich persönlich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache und wie ich es für mich logisch erklären kann und wie ich auch das sehr gut handeln kann. Ich versuche, die Zügel so zu greifen, wie ich das auch beim Reiten tue. Das heißt, ich greife meinen inneren Zügel, genauso wie beim Reiten, von oben und halte den Zügel hier nah am Pferdekopf. Meinen äußeren Zügel greife ich auch von oben und gehe damit auf den Oberarm. Das heißt, ich bin damit nicht hier oben am Hals und ich bin damit auch nicht hier vorne, sondern ich gehe damit wirklich hier auf den Oberarm, um meinen inneren Schenkel im Grunde nutzen zu können und diese Schulter unter Kontrolle zu haben. Die Gerte lege ich in diese Hand, weil die dann hier am Bauchmuskel stimulieren kann zwischendurch, einfach über eine lockere Bewegung der Gerte in der Hand. Ich nehme meine Position wieder ein. Wichtig ist auch, das ist auch ein Grund, weshalb ich gerne den inneren Zügel hier relativ tief am Oberarm habe, damit ich nicht, wenn ich jetzt hier wäre und das Pferd drückt nach innen und ich muss gegendrücken, seht ihr, was mit meiner Schulter passiert? Die zieht sich nach oben. Wenn ich aber hier unten bleiben kann zum Drücken, dann bleibt meine Schulter unten und ich kann trotzdem meinen Impuls hier am Oberarm des Pferdes geben. Das heißt, ich versuche da wirklich meine Schultern tief zu lassen, mich gerade auszurichten und das ist meine Startposition für die klassische Handarbeit. Es ist natürlich noch wichtig, dass wir auch unsere Stimme benutzen. Die nutzen wir beim Reiten ja auch und so können wir das von unten auch direkt mit nutzen und einsetzen. Das heißt, wenn ich jetzt loslaufen möchte mit meinem Pferd, dann gebe ich das Stimmkommando zum Losgehen. Bei uns ist das ein Schnalzen. Und gleichzeitig, weiß nicht, ob man das gesehen hat, gebe ich hier so einen leichten Impuls mit der Gerte am Bauchmuskel. Das wäre dann meine Schenkelhilfe beim Reiten. Jetzt laufen wir zusammen los und ich versuche dabei möglichst weich zu bleiben. Das heißt, hier mein innerer Zügel, das ist der, der relativ wenig macht. Der gibt nur ganz leichte Stellung, weil der hat eigentlich auch nur Einfluss auf das Genick, auf die obersten Halswirbel. Und der rechte, mein äußerer Zügel, das ist der, der Paraden gibt. So, jetzt versuche ich hier am Zaun nochmal anzuhalten. Das heißt, ich nutze wieder meine Stimme und den äußeren Zügel. Gut. Ich weiß nicht, ob man es gut gesehen hat, aber meine innere Hand ging in der Parade nach vorne. Das heißt, da gebe ich nach. Ich ziehe nicht an beiden Zügeln gleichzeitig. Ich gebe am inneren Zügel nach und pariere am äußeren Zügel und halte mit meinem Arm die Schulter in der Parade außen. Das würde beim Reiten mein innerer Schenkel machen. So, wir gehen nochmal los, machen das gleiche nochmal. So. Ich achte jetzt beim Schrittgehen darauf, dass ich immer wieder innen nachgeben kann, den äußeren Zügel zur Parade nutzen kann. Und ich spüre, ob mein Pferd an meinem inneren Schenkel, also an meinem rechten Arm aktuell, gegendrückt, also ob die Schulter reingeschoben wird oder ob die Schulter schön außen bleibt und wir eine weiche Verbindung haben. So. Gut. Ja, ist jetzt ein bisschen außenorientiert, deswegen hole ich ihn ein bisschen mehr nach innen. Gut. Psst. Genau. Da habt ihr wieder die Parade gesehen, die innere Hand geht vor, die äußere pariert. Sich jucken? Okay. So. Jetzt ist die nächste Überprüfung, ob ich auch anhalten kann, wenn ich nicht an der Bande stehe. Das heißt, wir laufen zusammen. In der Bahn. Und ich überprüfe meine äußere Hilfe und gut. Wenn er sich dann im Halten so ein bisschen festmacht, kann ich am inneren Zügel wieder das Lösen fragen. Machen wir gleich nochmal. Gehen zusammen, wir bleiben weg von der Bande. Und wir halten. Gut. 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 Ja.
So, meine nächste Übung an der Hand ist es, dass ich versuche, mal den Schritt in verschiedene Temposequenzen einzuteilen. Das heißt, wir gehen in einem langsamen Schritt gemeinsam. Ich pariere außen und versuche, den Schritt langsamer werden zu lassen, ohne fester zu werden und die Gleichmäßigkeit behalten. Das heißt, wir wollen nicht, dass es ins Stocken gerät. Sehr gut. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr Tempo aufnehmen. Gut, das mache ich von hinten. Das heißt, meine Gerte geht so ein bisschen mehr Richtung Bauch. Gut, mein Tempo wird schneller. Sehr gut. Und jetzt schauen wir, ob ich das auch wieder aufnehmen kann. Das heißt, mein Körper richtet sich mehr auf. Ich gebe die Parade außen. Upsala. Nochmal. Nochmal vor. Mein Körper richtet sich mehr auf. Parade außen, innere Hand gibt ein bisschen nach. Gut. Und wir werden wieder langsamer. Super. Und wir werden wieder schneller. Gewicht geht nach vorne. Gerte hilft hinten am Bauch. Sehr gut. Und wir richten uns wieder auf. Ja. Und wir werden langsamer. Und daraus können wir dann zum Beispiel auch wieder anhalten und nachgeben. Gut, brav. Okay, das heißt, wir haben jetzt unsere Grundposition. Wir wissen, welche Hilfen wir haben, mit welchen Hilfen wir welchen Teil des Körpers des Pferdes beeinflussen. Und das Ganze haben wir jetzt für alle Rechtshänder auf der Komfortseite der Linken gemacht. Und jetzt muss man das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite machen. Das heißt, wir wechseln auf die andere Hand. Wir stellen uns wieder ein. Wir greifen wieder den Zügel von oben. Wir nehmen wieder den inneren Zügel von oben, möglichst nah. Gucken wieder, dass das Pferd hier nachgibt. Super. Stellen uns entspannt hin. Gut, und gehen los. Genau. Ihr werdet auch relativ schnell merken, dass die Pferde, wie auch beim Reiten, eine gute und eine schlechte Seite haben. Da muss man dann immer schauen, wo muss man auf welcher Seite mehr helfen. Sehr gut. Wichtig ist, dass sie sich dabei nicht festmachen und dass der Schritt wirklich ein gleichmäßig rhythmischer Schritt bleibt. Wir gucken wieder, ob wir auch hier anhalten können. Erstmal vorbereiten. Hier macht er sich ein bisschen im Genick fest. Gut, und nachgeben. Nachgeben. Ja. Nee. Zack, zack. Hey. Gut. Nochmal. Hier drückt er mir deutlich mehr an der inneren Schulter. Und das Genick gibt mir immer noch nicht richtig nach. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit zum Lösen. Wir testen nochmal das Anhalten. Gut. Genau. Was auch so eine Schwierigkeit ist bei den Pferden, die sich ein bisschen festmachen, hat man jetzt hier schön gesehen. Wenn man fragt, dass sie sich lösen hier vorne, dann laufen sie einen Schritt vor. Das sollen sie eigentlich nicht. Sie sollen das Gewicht hinten lassen. Probieren wir nochmal. Raus mit der Schulter. Genau. Gut. Sehr gut. Und lösen. Besser. Gut gemacht. Brav. Ich nutze auch dann sehr gerne den inneren Zügel zum Loben, weil ich hier außen trotzdem meine Verbindung halten kann. Was auch wichtig ist, nochmal zu sagen, ist, dass ich im Schritt, wenn ich ein Pferd habe, was hier an der inneren Schulter mehr drückt, dass ich nicht anfange, mit meinem ganzen Körper dagegen zu drücken, sondern dass es ein Impuls ist, den ich gebe. Das heißt, Impuls wieder nachgeben, Impuls wieder nachgeben. Gut, Impuls wieder nachgeben. Seht ihr das? Dann kann das Pferd gut seine Schulter selber bewegen. Wenn ich mich aber hinstelle und drücke dagegen, dann hält er auch dagegen. Und dann hat er mehr Kraft als ich. Und das ist beim Laufen anstrengend und macht das Ganze schwieriger, als wenn ich ihm gar nicht erst die Möglichkeit gebe, sich gegen mich zu lehnen.
Ja, die Handarbeit bietet euch wirklich alle Möglichkeiten, die ihr unterm Sattel auch habt, vor allem alle Lektionen vorzubereiten. Ich nutze die Handarbeit sehr, sehr, sehr gerne als Vorbereitung bei den jungen Pferden fürs Anreiten, aber auch bei Pferden, die unterm Sattel vielleicht Probleme mit Lektionen haben, um die einfach nochmal ohne Reiter an der Hand zu erklären. Man hat einfach nochmal eine ganz andere Perspektive zum Pferd, eine ganz andere Einwirkungsmöglichkeit. Und ja, ich finde, die klassische Handarbeit bietet einfach super viele Möglichkeiten. Es ist am Anfang schwierig, man muss das mit der Koordination und dem Handling üben. Es ist nicht so einfach und man darf aber auch nicht zu früh aufgeben. Also es kann echt viel Spaß machen. Wir lieben die Handarbeit, aber es hat schon einiges an Arbeit gekostet, dahin zu kommen, dass das alles schön leicht und einfach aussieht und auch funktioniert und sich auch leicht und einfach anfühlt. Ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen einen Einstieg geben konnten, dass ihr eine Idee habt, wie... The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox. And then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick geben in die klassische Handarbeit und freuen uns auf euer Feedback.